Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video zur Amazon Fire TV Box. Ich hatte euch ja gesagt, wir wollen den Controller auch mal testen. Wenn ihr das hört, ich benutze gerade den Controller. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Spiele. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, da irgendwas zu testen. Ja, auf Tetris habe ich irgendwie Bock, ey. Willkommen. Oh, eine Trophäe gekriegt. Oh, nicht schlecht. Ich habe das mit einem Film getestet, meine Stimme. Ich hoffe, das passt auch weiterhin. Ach so. Ich will doch nur Tetris spielen. Ja, und das ist alles in Englisch, also ist ein bisschen. Oh, mit der alten Musik, ey, das ist ja geil. Also den halt jetzt weggepackt. Oh. Na, mal einmal so. Ich hab schon gewonnen. Also steuert sich jetzt im ersten Augenblick gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Es steuert sich recht gut. Der Controller ist echt gut verarbeitet und macht echt das, was er soll. Noch eine Runde, ich will noch eine Runde mit euch, aber ach so, das ist das Battle. Naja, okay, wir gucken uns mal noch ein Spiel an, würde ich sagen. Aha, Übung, Erfolge. Aha. Ach, Überblick, ich sag schon Übung. Erfolge. Ich habe hier auch Erfolge. Aha. Verdient habe ich keinen. Okay. So, wie komme ich jetzt mit dem Controller? Ah, da ist das Haus. So. Ah, tippen Sie. So, nochmal.
Und da bin ich schon draußen. Coole Sache. So, gucken wir mal, was wir noch hier Schönes haben. Ja, da wird bestimmt Content-ID geben, alleine nur weil die Tetris-Musik im Hintergrund war. Sand Pinball Bowling. Bowling bin ich mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich mach einfach mal starten. So. So. Oh, ein Strike. Wie cool. Krieg ich nochmal hin, oder was? Nochmal. Also das ist sehr einfach, da brauche ich nur auf den Knopf drücken. Ach. Oh, doch, fällt noch um. Ist ein bisschen sehr einfach gerade. Das ist kein Strike. Schade, hätten schön 300 werden können. Und komm. Ach. Oh, wieder nicht. Och, leck mich doch. Da am Anfang geht's doch super und jetzt nicht mehr. So. Jo, jetzt ist er weg. Ja, die Kugel, die geht echt da, wo sie hin soll. Geht sie hin? Jo, hat's noch mit rumgerissen. Natürlich nicht. Also hier ist das Zielen echt extrem leicht. Gott, naja. Also das war jetzt. Na komm, zurück. Oh, Spike aus Versehen schräg gedrückt. Na, das war jetzt nicht so toll, also. Walking Dead. Wir spielen mal Walking Dead. Nur mal so rinkicken. Ich habe es ja auf der PS3 gespielt. Jetzt bin ich da mal sehr gespannt. Weil die ganze Box basiert ja eigentlich auf Android. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Grafik ist. Startknopf. Start drücken. Was ist denn Start? Ist das Start? Nee, das ist nicht Start. Hier gibt es keinen Startknopf. Ich drücke einfach mal A. A ist Start. Okay. Episoden. Spiel Standard. Ich nehme A für Standard, weil ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Ich bin jetzt erstmal nur gespannt, wie die Grafik ist. Ich habe so ein bisschen habe ich noch im Kopf von damals. Und ich bin gespannt, ob es hier Deutsch ist. Ich habe es damals als Download-Titel auf der PS3 gespielt. Ich habe mir noch Platin geholt. Da war es leider nicht in Deutsch, aber hier scheint es wohl in Deutsch zu sein. Ja, neuer Tag, also. Grafik sieht eigentlich aus wie bei der PS3.
kann die Videosequenz auch nicht abbrechen. Well, I reckon you didn't do it then. So, da kommt ja jetzt Fragen. Why do you say that? Also das ist positiv, dass das jetzt in Deutsch ist, weil damals habe ich es in Englisch gespielt. Und ich kann kein Englisch, also es war mehr raten als alles andere, aber es hat trotzdem megamäßig Spaß gemacht. Also jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt. Da könnte ich das jetzt rein theoretisch nochmal durchspielen und mir die ganze Story mal auf Deutsch drehen. So, mit dem rechten Stick schaue ich mich um. Er zieht auf den Rückspiegel. Dann soll ich Y drücken. Also steuern tut sich's recht gut, muss ich sagen. Y ist da oben. Bloß ich komme mit den Tasten noch nicht klar, was Y, A und so ist klar. Ich habe ja noch nicht hier wirklich damit gespielt. Aber ich muss sagen, der Controller liegt echt gut in der Hand. Ja, also Story von Walking Dead ist uns jetzt eigentlich relativ scheißegal hier gerade. Okay. Reagiert auch alle ziemlich schnell. Zurück zum Spiel. Startseite. Zurück zum Spiel. Also funktioniert alles sehr super. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Drück jetzt einfach mal irgendwas. Ich will jetzt hier mal vorkommen, dass wir da mal ein bisschen rumlaufen können. Regardless, could be you just married the wrong woman. Oh, sag mal, scheiß Typ. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Na nun komm. Older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Die Sonne sieht geil aus. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 21. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not telling him he's got to stop. Oh, jetzt kommt's. Property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Damn. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show. People will up and go mad when they believe. Ja, jetzt zieht sich jetzt, sorry Leute, aber jetzt zieht sich ein bisschen hin. Mensch. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Oh, da ist es ja schon. Da ist der Zombie. This other time. War jetzt irgendwie einen Knopf Tür aufschlagen irgendwie.
thirsty. Ah! Fuck! My leg! Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here! Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. He's not moving. Why the hell did he have his gun out? What? Maybe it was tossed from the car during the wreck. Officer? Ah, da ist die Tür noch. I need to drag myself out that window. I need to drag myself out that window. Was? So, ja, die Handschellen waren ja noch. Damn it. Damn it. Hat denn das, ey? Ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Ach so, ich muss mich ja selber noch bewegen, genau. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. Okay. Officer? Das steuert sich gar nicht mal so schlecht. Also ich muss sagen, beim ersten Mal spielen habe ich mich wirklich erschreckt dabei. Jetzt kenne ich die Szene ja schon. Beim ersten Mal habe ich mir halb eingeschissen, auf einmal springt der Zombie los. Aber das ist so. Ich wusste, dass ein Zombie wird, aber wenn es dann wirklich soweit ist, dann erschreckt man sich schon ganz schön.
is this? So, jetzt aber. Hoppala. Ah, die läuft noch im Hintergrund. Öffnen. Das ist gut. Also es öffnet sich auch jederzeit weiter. Are you dead? Hey! Are you dead? Ich find's so geil, Leute. Ich schieß dem den Kopf weg und er fragt, hey, bist du tot? Der hat keinen Kopf mehr. Das Gehirn ist komplett über den Wald verstreut. Ey, bist du tot? Oh, nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, aber steuert hat sich's eigentlich relativ gut und eigentlich genau wie bei der PS3-Version. Bloß, dass der Controller halt so Xbox-like ist, dass er halt so im Xbox-Style gemacht ist und halt unten nur noch Play und vor und zurück hat. Jetzt werden wir aber... Zurück zum Spiel. Nee, Quatsch, ich wollte ja nicht zurück zum Spiel. Startseite. Achso, hier oben steht dann immer drin. Okay, wusste gar nicht, dass Spiele dann auch drin stehen. Was ist denn das? Okay, noch ein Spiel. Startseite. Top-Spiele. So, das würde mich jetzt aber auch interessieren, ob das Deutsch ist und dann würde ich erstmal so... Logo, please. Okay. Leider nicht. Es gab damals von... Checkbook Games. Ah, scheiße. Damals gab es das für den PC schon, in Deutsch, aber danach nie wieder. Es scheint hier schon... Also es scheint wirklich alle komplett in Englisch zu sein, leider. I am Cookie Masterson, and if you love trivia, this game is for you, and also for this trivia-loving duck. Hmm, I see you're all alone. Try not to be frightened. And your wrong answer of the game is being sponsored by... Ist so weit wie Werbemillionär, bloß lustiger und... Ja, ist alles Englisch und dafür kann man dann nageln. Ja, das kann man dann jemanden festnageln sozusagen. Ist echt geil. Schade, dass es nur auf Englisch ist. So. Machen wir mal eins. Den darin. Auf blau nicht. Also ne, blau auf rot nicht. Ich soll die 1. Ah, okay. Okay. Ich habe zwei Behälter. Ich habe blau. So. Jetzt werden wir das einfach mal. So, muss das mal gucken. Rot. Rot, blau, blau, gelb, blau, gelb, gelb. Macht das mal schön in Reihe. Ich hätte die gelben natürlich da auch liegen lassen können. Rot, blau, rot. Und gelb, okay. Der hat eher einen Schnurrbart. Da hat eher eine Augenbrille. Jetzt mal gucken, ob das jetzt einen Unterschied macht. Na, darin. Gelb, darin. Rot. Ach ne, rot ist da.
Nochmal rot. Blau. Oh, wieder geschafft, okay. Es passiert ja gar nichts Neues, es ändert sich ja nur. Okay. Achso, ich bin trotzdem im zweiten. Okay. Nee, gelb nicht. Ich fange mit rot an. Dann mit blau. Dann hier blau. Dann nochmal blau. Dann den roten. Dann kann ich den gelben dahin. Den blauen dahin. Gelb. Rot. Gelb. Rot. Okay. Blau. Na komm. Blau. Ach Quatsch, bin ich bescheuert. Darin. Rot. Blau. Rot. Gelb. Blau. Rot. Gelb. Gelb. Und rot. Und fertig. Ist eigentlich relativ simpel. Noch. Der Controller erleichtert da ja auch viel. Da er wirklich gut und leicht zu bedienen ist. Also ich denke mal, die Xbox-Leute, die werden am wenigsten Probleme mit diesem Controller haben, weil er ja genauso aufgebaut ist wie ein Xbox-Controller. Für mich als PlayStation-Zocker ist das halt jetzt von der Handhabung eigentlich ein bisschen anders, weil der liegt anders in der Hand als zum PlayStation Controller, aber nicht schlecht. Man hat ihn im Griff, wenn was ist, also das kann man hier alle gut bewegen. Steuert sich auch sehr leicht. So. Okay. Das, das, das und das. Achso, ich habe schon die nächsten freigeschalten. Na, dann. Und da kann ich mein aussehen. Achso, nee, das sind andere. Okay. Uff. Oha. Oh, 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 oh. Okay. Ach du heilige Scheiße. Mal gucken. Wir werden es mal versuchen hier mit, wie es irgendwie viel. Rot kommt dann nicht weg. Weil dann kann ich den darauf und den roten darauf, den grünen da rein. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das der... Ach, das ist ein Virus oder was? Aha. Kann ich ihn jetzt wieder zurückpacken? Ne, kann ich natürlich nicht. Klasse. Ah, fuck. Habe ich ja schon scheiße gebaut. Habe ich mir den Weg ja schon verbaut hier, würde ich sagen, wa? Weil der passt da auch nicht rein. An Baron komme ich nie ran. Shit. Also nochmal von vorne. So. Ich war aber auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Ich mache dann einfach mal das. Das. Und dann lasse ich den roten da mal liegen. Weil auf das Virus passt ja eigentlich nicht viel drauf. Dann kann ich den blauen dahin machen. Den
da rein. Den da rein. Ah, jetzt wird's knapp. Den Virus lassen wir da noch drin. Das kann ich ja gucken, dass ich jetzt den dann. Was passiert, wenn ich den jetzt wieder will? Er nicht. Okay, gut, 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 gut. Dann den. So, okay. Jetzt brauche ich die grünen. So, rot. Ah, shit. Wenn ich den roten... Der passt ja hier nicht ruf. Brauche ich braun. Hm. Oh, das... das hat's aber jetzt aber schon... Ja. So, mal gucken, ob auf dem Virus alle drauf passt, was man will. Natürlich nicht. Ach, das ist ja schon wieder zum Mäusemelken. So, fangen wir mal so an. Dann würde ich jetzt die roten nehmen. So. Bei den grünen kann ich... Shit. Das wird jetzt alle ein bisschen eng. Wenn ich jetzt den grünen da hinpacke, könnte ich den grünen dann nehmen. Passt der denn auf rot? Auch nicht. Das ist wieder so eine richtige Denkaufgabe. Aber, so, ich habe eine Idee. So, das. Und den. Jetzt habe ich nur das Problem, ich komme an die Braunen nicht ran. Da gebe ich freiwillig auf. Oh, Gottes Willen. Ips. Ja, müsste das eigentlich so an Spielen gewesen sein. Ach ne, hier, das ist noch. Ja, muss ich aufpassen mit Content-ID. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt 33 Minuten aufgenommen. Das soll es wohl auch erstmal sein. Und ja, ich habe ja das meiste echt jetzt schon während des Spielens gesagt. Also der Controller liegt wirklich gut in der Hand. Ja, also jetzt mit Next Gen nicht vergleichbar, logischerweise. Die liegen natürlich noch ein Tick besser in der Hand. Aber er liegt natürlich sehr gut in der Hand. Ich komme mit dem YXAB noch nicht so klar, wo da was ist, weil, wie gesagt, ich bin PlayStation-Controller gewöhnt und dass die Analog-Sticks praktisch einer oben, einer unten ist und mit dem Steuerkreuz da wie wie bei der Xbox halt auf der linken Seite. Das ist für mich jetzt als PlayStation-Zocker im ersten Augenblick etwas ungewöhnlich und man muss sich dran gewöhnen. Aber überhaupt nicht schlimm. Also man kann sich relativ schnell dran gewöhnen. Mit der Home-Taste kommt man auch schnell wieder zurück ins Hauptmenü. Dann haben wir hier noch eine Spieltaste. Die kann ich euch mal zeigen, wenn ich hier zum Beispiel bei... Suche, gehen wir mal bei Startseite und gehen wir mal hier auf Filme. Und jetzt drücke ich einfach mal das und zack, ich bin automatisch bei Spiele. Das ist jetzt unter diesem Home-Knopf ist jetzt so ein Knopf. Also ich habe halt die zurück, ich habe dieses Haus,
wo ich dann halt immer zur Startseite komme. Dann habe ich die drei Striche untereinander und dann habe ich noch ja so ein bisschen wie ein Atomzeichen, sieht ja so aus, wie so ein Ball, so ein Fußball auf der Seite. Dann drücke ich drauf und komme automatisch immer zu spielen. Die Spiele steuern sich auch relativ, also nicht nur relativ, sogar sehr gut mit dem Controller. Wir können ja mal hier Walking Dead jetzt mit Fernbedienung lieber nicht. Aber das Spiel geht jetzt natürlich auch mit Fernbedienung auch eigentlich relativ super zu steuern. Selbst mit Fernbedienung. Ja, das ist echt gut. Also, Hut ab. Ja, also auch für Spielen kann man die Amazon Fire TV Box super benutzen. Und ich muss sagen, ich habe mir dann, nachdem ich meine ersten Videos gemacht habe, weil ihr wisst ja, ist nichts getestet und nichts vorbereitet. Ich gebe mein erstes Statement ab, ohne mich von irgendwelchen technischen Daten beeindrucken zu lassen. Ich habe dann mal verglichen die Werte dieser Amazon Firebox und also Fire TV Box und Apple TV und keine Ahnung, irgendeine andere Box. Ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß. Und Amazon bietet die Box an mit, also in, die Box hat logischerweise einen optischen Ausgang, wie ihr in den Videos davor schon gesehen habt, hat Apple nicht. Und Amazon hat mehr Power. Also definitiv Prozessor und Arbeitsspeicher ist hier mehr. Die Box an sich basiert auf Android. Also das habe ich gesehen, wo ich in meinem Router war. Da stand nämlich da Android und dann eine lange Nummer. Also die Box direkt basiert auf Android. Hat natürlich mit einem normalen Android-Betriebssystem nicht mehr viel zu tun. Ihr seht ja, das Menü haben sie komplett was eignet. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Ich habe einen trockenen Hals gekriegt. Also das Menü seht ihr ja, ist komplett benutzerdefiniert. Also von dem Benutzer, also ja, von Amazon halt gemacht. Ich kann mich nicht besser ausdrücken, sorry Leute. Jedenfalls hat Amazon da seine eigene Benutzeroberfläche gestaltet und meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Das werde ich aber im nächsten Video dann Vor- und Nachteile so erzählen, was mir so alles aufgefallen ist, weil ich benutze die Box jetzt regelmäßig. Aber ich bin von den Spielen jetzt echt gut, sehr begeistert, also dass man da auch mal so ein bisschen Kleinkram spielen kann. Jetzt ist halt, da hat er natürlich noch Power für, wie jetzt eine Next-Gen-Konsole, eine Xbox 360, Xbox One oder eine PlayStation 4. Logisch. Ja, also das ist ja nun mal ganz klar, aber so Minispiele machen da echt. Oh, Entschuldigung. Ich bin die Nacht wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Lassen sich super damit steuern. Mit dem Controller kann ich auch hier so im Menü schon hin und her wechseln, was ich sehr gut finde, dass es da nicht heißt, den kannst du nur für Spiele benutzen. Nee, ich kann den jetzt auch für Filme benutzen, also um hier alles anzuklicken oder halt im Film Playpause vor zurück zu machen und dann halt im Menü wieder zurück zu switchen und da alles einzustellen. Also da hat Amazon, muss ich echt sagen, wirklich, wirklich richtig Mühe gegeben. Ich bin von dem ganzen Konzept her, von dieser Box und mit dem Controller, bin ich wirklich schwer begeistert. So, aber ihr habt gesehen, man kann auch spielen, das läuft doch sehr flüssig und ohne Ruckeln, ohne irgendwas. Damit würde ich das Video jetzt hier erstmal beenden und ich mache jetzt gleich nochmal mein Abschlussstatement zur Box, weil die habe ich jetzt, wie lange benutzt? Knapp einen Monat? Ne, über einen Monat sogar. Und die müsste ich nämlich jetzt demnächst zurückschicken. Ja, und deswegen kommt dann noch ein Video. Und da werde ich dann mal so sagen, ob ich sie holen oder nicht und wie ich zufrieden bin und das alles. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin. Erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.